König Charles, sein stiller Dank für Camillas zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht. Egal ob in der Westminster Abbey oder auf dem Balkon des Buckingham Palastes, König Charles 74 und Königin Camilla 75 wirken am Tag der Krönung sehr verliebt. Auch während des Jahrhundertereignisses halten die beiden zusammen und nehmen sich trotz des ganzen Stresses noch die Zeit, sich ihre Liebe zu zeigen. Ein Moment in der Kirche sticht dabei besonders hervor. Als Camilla dort das erste Mal auf den gekrönten Charles zuschreitet, knickst sie vor ihm und zollt ihm damit Respekt. Eine Geste, die der Monarch sehr zu schätzen weiß und sich still, aber mit vielsagenden Gesten bei ihr bedankt. Diesen rührenden Moment sehen Sie im Video. Verwendete Quelle: twitter.com